Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Grundstein 3, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part sind wir jetzt in den Schroffgipfel reingegangen im Prinzip und haben 12 Tore gefunden, die mit dem Stern, mit jedem einzelnen Sternzeichen, die es ja gibt, verziert waren. Und in denen gibt es jeweils immer wieder Rätsel. Und wir sind jetzt in diesem Rätsel stecken geblieben und ich weiß jetzt, wie man es löst. Wir hatten nämlich vorher Probleme damit. Die Treppen, die ihr da seht, sind ja unterschiedlich hoch. Ne? Ich habe immer versucht, von links da hoch zu springen. Geht natürlich nicht, weil die auch nicht auf der gleichen Höhe sind, aber rechts zumindest sind sie auf der gleichen Höhe. Dann passiert nämlich das. So, das ist mein Ziel, denn dann kann ich die Engel nämlich hier raufschieben. Ich versuche mal, ich weiß nicht, ob es mehr bringt, wenn ich nur einen raufziehe. Mal sehen, dann kann ich jetzt auf das andere Ding raufspringen. Und ich bin schwerer als die Engel. Warum auch immer. Ist so. Und gleich ist er wieder ein Gleichgewicht, Freunde. Wunderbar. So, ich schiebe den gleich mal wieder weiter weg. Dann kann ich dann nämlich wieder rauf. Und dann machen wir das gleiche Prinzip wie eben. Wieder hier rauf. Das Ding schieben wir dann somit. Nein, das andere. R muss ich jetzt drücken. Dich nehme ich. So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr raus. Ich Idiot. So, du weiter links. Dann kann ich hier runter. Schön. Okay. Dann muss ich hier wieder rauf. Dann müssten wir schwerer sein. Okay. Da komm ich da an. Ja, okay, dann kannst du mal rauf. Ich hoffe, das Bild ist so gerade. So, wieder runterkommen und jetzt Gleichgewicht. Sehr schön. Jetzt ist das Bild auch gerade. Entschuldigung deswegen. So, ein paar Tore haben wir schon geöffnet. Jetzt kommen weitere. Ich weiß nicht, ob das Steinbock oder Wille ist, weiß ich immer noch nicht. Wir werden es herausfinden. Mal sehen. Und das, ob das Fisch oder Wassermann ist, werden wir auch sehen. Jetzt haben wir jeweils 2 Tore geöffnet. Mal sehen, vielleicht treffen wir heute auf den Djinn, der hier noch versteckt ist, in einem der 12 Tore. Oder der übrig gebliebenen. Denn ich weiß jetzt nicht, wie viele wir schon aufgemacht haben. Das war schon ungefähr 4, 5, weiß ich nicht. Hier waren wir schon. Man kann sehen, dass es ja umrandet hier, so blau und glitzert. Das ist auf jeden Fall schon gelöst. Ah ja, Vermeidung. So. Denn hier können auch diese Viecher auftauchen. Das ist auch schon umrandet, das war das erste. Und hier, das ist nicht umrandet. Da könnt ihr sehen, was ich schon gemacht habe, was nicht. Gehen wir hier mal rein. Ist der Djinn hier? Sehen wir mal nach. Und? Nee, sieht nicht so aus. Gucke ich jetzt mal. Gehe ich mal hier lang. Da komme ich leider nicht rum. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich umdrehe. Ich muss das nämlich von... Oh, na toll. Das heißt, diese Knochenkämpfer sind stärker als wir. Deswegen wirkt Vermeidung auch nicht. So, komm. Aua. Ja, wir sind noch angeschlagen. Vor allem, wenn ja, jetzt alle auf Amite raufgehen, wird es umso schlimmer. Zumindest wird es sich besser. Tyrell kann auf jeden Fall richtig schön reinhauen. Ich nutze jetzt einfach mal die Chance. Nee, du greifst an, bitte. Und Chiara müsste bitte mal heilen. Einfach mal einen frischen Wind hier durch und dann sind alle wieder geheilt. So, danke sehr. Amite zwar nicht vollständig, aber was soll's. Damit kann man leben. Machen wir also weiter. Und jetzt habe ich auch ein neues Level erreicht und eine neue Fähigkeit erlernt. Schottenschauer oder wie hieß das? Ich habe es nicht ganz lesen können, aber was soll's. So, von hier greifen. Müsste eigentlich funktionieren. Funktioniert auch. So, so funktioniert's. Okay. Dann gehen wir mal hoch und sehen uns das mal an. Was muss man denn hier machen? Ein hungriger Fisch vermag den Regen zu erklimmen, um an Futter zu gelangen. Okay, das ist also ein Fisch. Hier sehen wir 2 Fische. Und die brauchen jetzt Regen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Muss ich die also begießen, beide. Dann machen wir das mal. Schnapp mal zu. Ja, der kommt da ran. Okay. Oder kann man beide in einem Zug machen? Ich glaube nicht, dass das passt, ne? Von der Länge her eher nicht. So. Der dürfte jetzt auch rankommen. Schnapp zu da jetzt. So. Beide gezogen. Und dann dürfte sich das Ganze aktivieren und wir können weitermachen. So, man sieht ja auch im Zentrum in der Mitte, was alles noch so da ist. Krebs haben wir ja auch noch. Ist bald fertig. Und Skorpion. Ähneln sich ja auch ein bisschen, aber na gut. Gucken wir mal, was wir... Wir müssen jetzt noch... Ein Tor haben wir noch eh freigeschaltet. Das wäre, glaube ich, das... Nachbarding.
glaube ich. Und dann können wir die nächsten zwei machen. Gucken wir mal nach. Hier, das Ding ist noch nicht umrandet. So, was haben wir hier Schönes? Aber ich muss den Langweg nehmen. Okay, machen wir so. Und dann gehen wir mal rein. Mal sehen, was wir hier so lösen müssen. Okay. Der Widder fürchtet das Feuer und versteckt sich. Der Weg ist frei, wenn alle sich verstecken. Ich weiß schon, was hier zu tun ist. Ihr werdet es gleich sehen. Wir müssen jetzt erstmal das Feuer fixieren. Das müssen wir jetzt öfters einsetzen. Ich greife jetzt wieder an. So, und jetzt passen, kommen sie da hervor. Und dann mal sehen. Das ist ein kleines Rätsel, ja. Jetzt machen wir Folgendes. So. Das weg. Und die würden dann natürlich auch verschwinden, ne? Und wieder einsetzen. Das dürfte jetzt funktionieren, ne? Und weg. Geschafft. Also, es geht natürlich auch nach links. Hauptsache, ihr habt drei in der Mitte. Und wenn ihr die einen in der Mitte trifft, dann trifft ihr auch die äußeren. Egal, ob sie jetzt gerade oben sind oder nicht, dann immer das Gegenteil. So, Krebs und Skorpion dürfen wir jetzt erwischen. Mal sehen. Mir fehlen heute wieder ein bisschen die Worte, muss ich sagen, weil ich bin ganz schön fertig vom ganzen Tag. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Und ja, das gilt auch für den letzten Part übrigens. Meine Stimme ist auch nicht mehr so gut, aber was soll's. Wir kriegen das trotzdem hin. Wir schaffen heute auf jeden Fall mehr, als wir letztes Mal geschafft haben. Da bin ich von überzeugt. So, bitte hier Vermeidung einsetzen. So, Krebs oder Skorpion? Machen wir Krebs mal zuerst. So, das sieht ja schon wieder kompliziert aus. So. Was muss man hier machen? Muss ich die drehen? Warum denn eigentlich? Gucken wir mal. Oh, eine Truhe. Das ist natürlich auch schön. Die nehme ich doch gleich sofort mit. Gut, dann nehmen wir uns die mal zuerst. Was haben wir denn hier so drin? Oha, sehen wir mal so eine Keule. Schmetterkeule. Gucken wir mal, was das Ding ist. Genauer. Boah, ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als meine Mysteria-Klinge. Und vor allem stärker als die Vulkanaxt. Und das kannst du behalten. Du brauchst nämlich nicht damit angreifen. Ist ja eher ein Zauberer. Und okay, so bleibt das erstmal. Und natürlich kommen jetzt... Jetzt kommen die Chimäre. Das sind schon etwas stärkere Viecher. Aber trotzdem kann man sie besiegen. Sehr schön. Paralysiert. Dank ihrer Stab. Aber noch nicht nach 4 Angriffen besiegt. Aber angreifen kann sie trotzdem nicht. Sehr schön. Das wäre geklärt. Auch wenn wir unterlevelt sind, haben wir trotzdem eine gute Chance gegen die ganzen. So, muss von einer anderen Stelle aus drehen, ne? Ich würde sagen, wir drehen mal von hier aus. Komme ich da an? Ja. Sehr schön. Wunderbar. Und dann können wir uns gleich wieder der anderen Seite widmen. Also rum. Dann können wir von hier aus nach oben. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Also. Der Krebs vermag nicht länger zu schwimmen. Möchte er jetzt eingefroren sein oder sollen wir ihn verkohlen? Ich denke mal, wir verbrennen ihn. Oder lassen einfach das Wasser verschwinden. Oh. Nee, hat nicht funktioniert. So, jetzt wird's funktionieren. Nein, er möchte gerne in Eis gefroren werden, oder wie sehe ich das jetzt? Nee, Rief hat den kalten Griff. Wollen wir jetzt einfrieren oder wirklich jetzt? Tatsächlich. Ich dachte, wir sollen zumindest das Wasser verschwinden lassen. So ist es, das Bild auch ein bisschen hier gerade. Hä? Ach so, ich Idiot. Entschuldigung, ja, Kommando zurück. Mit dem Feuerball kriegt man das natürlich nicht geschmolzen, sondern mit Dürre. Ich Idiot. Dürre einsetzen. Ja, Entschuldigung. Fehler meinerseits, ich habe keinen Überblick mehr. Okay. Ich habe schon verstanden. Das war mal wieder so eine... Ja, ich habe ja gesagt, ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und deswegen, ne, bin ich jetzt nicht mehr ganz so helle. Das ist ein Steinbock eher, oder? Ja, wir werden das noch klären. So, das wäre also auch geklärt. Schaffen wir das noch in diesem Part? Ein bisschen haben wir noch. Jetzt nehmen wir kurz den Weg zurück. Den Djinn müssen wir auch noch einsammeln. So. Das ist fertig, das ist fertig. Das auch, das noch nicht. Und ist der hier drin? Nein, hier ist nichts. Okay, Skorpion gegen so einen Krieger. Jetzt müssen wir hier wieder Greifer einsetzen. Das ist im folgenden Sinne.
passiert nämlich das, dann haben wir so einen kleinen Block dahin gezaubert, dann können wir wieder den anderen Weg nehmen und so, ja, wie, ihr versteht schon, was ich meine. So, die Feen sind gleich alle platt. So, noch einen Angriff und weg. Bitte nochmal, der Tornado, ist mir egal. Die können zwar richtig schön stark zuhauen, aber richtig viel einstecken können sie nicht. Das ist ihr Verhängnis. So, dann kannst du weitergehen. Gehen wir irgendwie oben lang. Hüpf und dann sind wir wieder hier hinten. Oh, jetzt sieht es interessant aus. Jetzt dürfen wir Bowl einsetzen. Mal sehen. Der Skorpion bekämpft seinen ewigen Feind. Ein Krieger. Okay, das heißt, das Ding muss da rein. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das klären wollen. Wie machen wir das am schlauesten? Ja, für Meinung weg. Brauchen wir noch welche? Egal. Hoppla. Das wird jetzt wiederum kompliziert. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich eine falsche eingesetzt. Entschuldigung. Bin ich heute weggetreten. Ich habe nichts getrunken. Na, was soll's. Ich mache mal Folgendes. So. Ich stoße mir jetzt erst nach unten. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. So. Hoppla. So. Darüber. Genau da wollte ich dich haben. Dürfte das funktionieren? So, dann kann ich dich nämlich dahin schieben. So, ich würde gerne den hier, den rechts, nach vorne schieben und so. Ich einfach mal sagen, ich mache das jetzt mal so. So, kann ich euch beide gleichzeitig verschieben? Nee, kann ich nicht. So, wie mache ich das jetzt? Kann ich Verschiebe einsetzen? Ich weiß es nicht. Sonst mache ich mal so. Kann ich ja nicht lang. So, und dann hier lang. Wir haben es gleich. Hier lang. So, und jetzt nutzen wir den anderen. Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, das ist die einfachste Lösung. So. Und dann, bitteschön. Zack. Hätte ja funktioniert. Wunderbar. Greif an. Und tot. Das war geklärt. Das Geheimnis wäre also auch gelöst. Machen wir noch weiter, den Rest, den wir noch schaffen können. Denn alle schaffen wir jetzt nicht mehr, vor allem wenn wir noch den Djinn einsammeln wollten, was wir glaube ich auch nicht mehr in diesem Part machen. Außer wir erwischen jetzt gleich die Tür mit dem Jupiter-Djinn, der sich, wie nennt er sich? Shock nennt er sich. Okay, vielleicht erwischen wir gleich die richtige Tür. Wir werden es herausfinden. Also gucken wir mal. Natschen wir wieder hinaus und gucken nach. Ein vielleicht langweiliger Teil jetzt im Moment in diesem Spiel, aber was soll's. Nimmt's mit Interesse. Wir werden sehen. Okay, gehen wir mal hier rein. Vielleicht erwischen wir somit den Jupiter-Djinn. Vielleicht auch nicht. Nein, eher nicht. Ja, jetzt ist die Vermeidung wieder weg. Hoppala. Okay, von der Zeit her schneiden wir uns einmal kurz die Truhe und machen hier dann holen das Ding noch. Hoppala. Holen hier noch wie soll ich das sagen? Lösen noch das Geheimnis hier und dann, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Dann wäre nämlich Schluss mit dem Part. Ich hoffe, es ist hier nicht so kompliziert. Oh Gott. Na toll. Damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet, ehrlich. Damit wird das wohl auch nicht funktionieren heute. Das heißt, das Rätsel hier lösen wir erst im nächsten Part. Was soll's. Mimik ist gefährlich. Schütze ich jetzt. Im Verteidigungsmodus. Hau rein da. Super. Das heißt, das Viech werden wir jetzt noch in diesem Part besiegen und dann der Schluss erstmal. Denn wenn er sich dauernd verteidigt, dann wird das eh nichts. So, jetzt ist er eh nicht platt. So, komm, hau rein hier. Wir wollen das Vieh noch in diesem Part besiegen. Komm. Ja, schütze ich noch weiterhin. Mann. Ist doch doof. So, wie, der stirbt jetzt nicht. Komm. Hau das Ding jetzt weg. Na. Mann, der macht das doch extra. Der weiß doch, dass wir aufnehmen. Mann. Hau rein jetzt und mach das Ding fertig. So, aber mit diesem Kampf war es auch mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns. Ah, endlich. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann lösen wir noch das Geheimnis hier und die letzten Geheimnisse und können dann weiter vorstoßen. Dann würde ich sagen, bis dann und auf Wiedersehen.